Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tiltbox von Mekes. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tilt von Mekes aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine reguläre Klappbox und auf der Vorderseite den abgeschnittenen Kopf des Künstlers Mekes mit weißem Hemd und gelbem Sakko, gelbem Anzug. So sieht das aus. Dann haben wir hier eine blaue Rose auf der Brust, hier noch ein weißes Einstecktuch. Also man könnte jetzt rein von der Optik vermuten, dass er hier irgendwie aufgebahrt liegt, in einem Sarg eventuell, und die Leute sich jetzt von ihm verabschieden sollen. Ja, ist rein von der Gestaltung her ziemlich heftig, von den Farben, gefällt mir gut. Die meisten Boxen ja relativ düster gehalten in schwarz oder dunkelgrau. Diese Box sehr farbenfroh hier, in blau und gelb hauptsächlich, ist mal ein netter Kontrast. Auf der Unterseite ebenfalls blau und gelb, gelber Hintergrund und so blaue Blumen darüber. Auf der rechten Seite haben wir Wolken, ebenfalls in blau und gelb gehalten. Hier oben diverse Linien, ja, konzentrische Linien. Und dann haben wir noch Mekes Tilt. Auf der Rückseite haben wir einen Automaten, einen Flipper-Automaten. Da oben steht Mekes und hier auf der Seite steht Tilt. Also meines Wissens ist ja Tilt, wenn die Kugel verloren geht, also wenn sie zwischen die zwei Bumper da in der Mitte reinfällt. Das ist ein Tilt. Dann haben wir einen Barcode und Credits. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier auf der Seite auf. Wir haben hier ein Mundschutz, müsste das sein. Ein T-Shirt. Ein kleines Heftchen, Tilt Aphorismen. Mist. Die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich, Tilt. Von innen die Box in weiß. Ja, und hier ist noch etwas zum Vorschein gekommen. Und zwar hier auf der Seite haben wir dann hier dieses Logo abgebildet. Gut, das Album vom Cover genauso gestaltet wie auch schon die Box. Wir werden das Ganze mal öffnen, nachdem dieses noch in Plastik eingeschweißt ist, ebenso wie das T-Shirt, werden wir die beiden mal aus dem Plastik befreien. So, einmal das Album. Und dann natürlich das T-Shirt. So, also, Albumcover kennen wir bereits. So sieht das Ganze von der Seite aus. Also, was lesen wir hier? Na, jetzt stellt es mal wieder nicht scharf. Moment. Aha. So, aber jetzt, Mekes Tilt lesen wir hier, ebenfalls wieder in blau und gelb. Und auf der Rückseite lesen wir die Tracklist, nicht nummeriert, meines Wissens sind es 14 Stück. Wir haben Features von Josef Harder, sonst ist hier kein Feature angegeben. Von diesen 14 Tracks ist mein Favorit der Track Nummer 1. Das Intro quasi, der Misserfolg gibt mir Unrecht. Mein absoluter Favorit des Albums. Dann haben wir hier wieder die Credits und einen Barcode. Gut, wir schauen mal in das Innere. So, relativ dickes Booklet. Also es ist wohl so, dass wir hier die Track
Texte vorfinden. Gefällt mir gut. Schöne Abbildungen. Also dieses Gelb und Blau zieht sich echt durch und durch. Und hier im Hintergrund, beziehungsweise hier am Spiegel, in dem Spiegel sehen wir, dass hier Meckes in gelbem Anzug am Fenster steht. Eventuell soll das seinen Vater charakterisieren oder ihn in späteren Jahren. Weitere Texte. Und Gelb und Blau hier echt immer präsent. Also wenn man irgendwo Meckes sieht, dann ist er immer in, ja, hier auch wieder das Einstecktuch und der gelbe Anzug mit blauem Untergrund. Dann trägt er immer Gelb oder Blau beim Artwork. Ui! Hier fällt es aus dem Rahmen. Hier sieht man Meckes in Schwarz und Weiß. Aber dafür blaue Tischdecke und gelbe Servietten, immerhin. Ja, also sehr buntes, sehr abwechslungsreiches Booklet, jede Menge Texte und natürlich zum Abschluss die Tracks inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Dann haben wir noch ein Zitat oder einen Spruch auf Englisch, könnt ihr euch natürlich kurz durchlesen. So, dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Natürlich in Blau und Gelb gehalten. Und im Hintergrund blauer Hintergrund und gelbe Wolken. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Hier haben wir eine Vase. Sieht so ein bisschen aus wie bei Oma. Blaue Blumen hier vor dieser schicken Tapete. Blaue Rosen müssten das sein. Dann haben wir hier die 14 Instrumentals zum Album. Hier ebenfalls wieder die Wolkenoptik. Das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir eine weitere Papphülle und hier lesen wir Mist, also Tilt, Skizzen und Demos. Das dürften einfach Sachen sein, die während des Entstehungsprozesses von Tilt entstanden sind und die es dann aber nicht aufs Album geschafft haben. Sprich unfertige Tracks, eben Skizzen und wahrscheinlich auch vollständige Tracks, die es aber warum auch immer nicht aufs Album geschafft haben. Wieder blau und gelb, die ganzen Gesichter. Und das Ganze ebenfalls in einer Papphülle. In die habe ich noch nicht reingehört, muss ich noch machen. Mist. Dann haben wir, relativ ungewöhnlich, habe ich überhaupt noch nie gesehen in einer Box, einen Mundschutz. Bedeutet, wir haben hier so zwei Gummizüge. Und schätze ich mal, ja, dass man das Ganze hier dann irgendwie so aufmacht. Und sich dann damit, ja, vermummen kann. Entweder, ja, man möchte irgendwen operieren oder anderweitig niemanden anstecken bzw. angesteckt werden. Das Ganze natürlich wieder in Gelb. Ich persönlich habe jetzt keine Verwendung dafür, aber ja, ist mal was Neues. Dann haben wir ein Aphorismenheft. Und zwar, was lesen wir hier? Ich wartete so lang, wie alle Kippenstummel zwischen den Bahnsteigen zusammen. Okay. Also hier einfach gedankliche Ergüsse des Künstlers mit diversen Skizzen und Zeichnungen. Ja, also, hier diverse Seiten zum Durchblättern. Nette Sache. Und auf der Rückseite hier so ein kleines Keyboard, so ein MIDI-Controller oder, nein, das ist ein Kinder-Keyboard. Super Konzert lesen wir hier. Spannend. Und dann haben wir natürlich noch, wie so oft in einer Box, ein T-Shirt dabei. So sieht das Ganze aus. Also Meckes und die Katastrophen. Wir haben hier eine Weltkugel, einen Globus abgebildet, der hier wie eine Bombe gestaltet ist und auch schon, ja, scheint angezündet zu sein. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem G
Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Gerade auch in Verbindung mit diesem schicken Mundschutz hier. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das weiße T-Shirt mit dem schwarzen Aufdruck, dem Schriftzug Mekes und die Katastrophen. Hier die Erde bzw. diese Bombe in der Mitte. Und vom Design her relativ schlicht gehalten das Ganze in schwarz und weiß. Wenn man das Ganze dann mit dem Mundschutz kombiniert, sieht das so aus. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Verwendung für diesen Mundschutz, aber das T-Shirt an sich ist ganz okay. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann die Mist-Skizzen bzw. Tracks-Demos in der Papphülle, die Tilt-Instrumentals ebenfalls in der Papphülle, das Album Tilt an sich im Jewel Case, das Tilt Aphorismenheft und dieser Mundschutz. Das alles in dieser wunderbaren Box Tilt von Mekes. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mekes unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.